Die Stopfenreuther Au liegt im Nationalpark Donauauen und gilt als dessen Keimzelle. Die Besetzung der Au 1984 war der Anfang vom Ende der Baupläne für das geplante Donaukraftwerk Hainburg. Inzwischen wurde der Nationalpark gegründet, der in der Wiener Lobau beginnt und sich entlang der Donau bis nach Bratislava schlängelt. Wenn der Bärlauch dichte Teppiche bildet und die Schneeglöckchen zu blühen beginnen, dann ist der Frühling wirklich nicht mehr weit. Auch im Nationalpark Donauauen. Dabei könnte es heute hier ganz anders aussehen. Es ist bald 40 Jahre her, dass Proteste und die Besetzung der Au ein damals geplantes Wasserkraftwerk bei Hainburg letztlich verhinderten. Der Verlauf der Demonstration und die Art der Beilegung wurden zu einem Markstein des Demokratieverständnisses, aber auch der Energiepolitik in Österreich. Heute schützt der Nationalpark Donauauen die letzte größere zusammenhängende Flussauenlandschaft in Mitteleuropa. In diesem Bereich zwischen Wien und Bratislava konnte die freie Fließstrecke der Donau erhalten werden und der Auwald gilt als der ursprünglichste und ökologisch bedeutendste der Donau. Genießen Sie noch ein paar Momente der Entspannung und begleiten Sie uns auf unserer Fotosafari durch die Stopfenreuther Au.